Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Force-Projekt zusammen mit dem McMahon aus den Sachsen-Let's Player und der Werner von den Burning Gamers. Hi Leute. Hallo. Wir gehen gerade unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Yeah. Ja. Sind aber fertig. Pause machen? Nein. Pause machen? Wie ist denn los mit dir? Hier wird keine Pause gemacht. Ja, direkt mal die große Schnauze, ey. Jetzt hätte ich mich direkt mal angeschlossen. Kühles Blondes könnte ich jetzt auch vertragen. Was? Harte ja. Arbeit hier, den ganzen Wald abgeholzt und so. Halb elf mittags mal ein Bier, ne? Das kennt man sicher sonst. Ne? Ja, aber zum Sonntag, Mittag ein Bier trinken kann man machen, wenn man will. Warum nicht? Ernsthaft? Warum nicht? Nee. Aber also ich persönlich als Nicht-Biertrinker kann mir sie eh nicht vorstellen, aber... Ich kenn's halt so, wenn du wenn jetzt Sonntag Mittag auch mal in die Gaststätte gehst oder so, kenn ich auch. Ja. Wow. Schönes Mittagessen, dazu ein Bierchen, da läuft. Das kann ich gar nicht. Zum Essen Bier trinken, nee. Das schaff ich nicht. Nee. Okay. Das sind zwei Sachen, die für mich nicht zusammenpassen, egal was du isst. Warum? Ich kann das, also ich kann das mit Whisky nicht. Wenn ich esse, kann ich keinen Whisky trinken. Ich weiß nicht warum. Das kann ich aber auch. Aber da ich keinen, na gut, ich trinke halt keinen. Ich trinke wirklich sehr selten Bier, also das ist wirklich ganz selten. Aber bei uns ist nächste Woche Samstag, will mein Chef auf der Firma die Grillsaison einläuten und da wird schon gegrillt am Samstag. Ja, für uns um 17 Uhr, da wird der Grill angemacht. Nächste Woche Samstag, 17 Uhr, bin ich auf dem Weg nach Leipzig. Oh, was machst du denn da? Leipzig? Das Boxen. Boxen? Machst du mit? Mit Randy oder was? Boxen, ja. Mein Trecker fährt nur noch 5 km/h. Ja, er muss tanken. Er muss tanken, ja. Wir sind bei. So, ja, fahrt mal die Bretter weg, ey. Wie so anfängt hier. Das war aber nur ganz kurz, jetzt geht's wieder. Ja. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt fährt er 10. 14. Ach, was mache ich denn hier? Randy! Ja. Hast du. Ja, du hast die Baumschuhfräse noch hier, ne? Der ist die versteckt im Wald. Am genau. Kirowitz, sollen wir an den Kirowitz? Nein. Okay, jetzt bin ich auch wieder. Jetzt laggt bei mir gerade wieder. Bei mir auch. Bei mir auch. Jetzt geht's wieder? Nein, aber jetzt zieht doch die Karre rum. Doch, Blödwin. Darf da mal die scheiß Bretter endlich weg, Mann. Ja, chill your life. So. Aus. So, haben wir jetzt hier auch gemacht. Sehr schön. Auf der Seite zugeschippt, oder? Wunderbar. Und vor allem mal die Tür zu machen, das wäre geil. Viel Spaß euch! Tschüss, Sheen. Jetzt gehen sie tatsächlich erst. Wie viel ist das? Ist bald? Ist halbe, 10 nach halbe. Die Bretter müssen weg! Die Bretter. Oh, jetzt fährt er wieder schneller. Ja, auch. Die Bretter weggemacht, Randy? Ja, beziehungsweise muss ich ja ins Land drauf fahren. Nee, musst du nicht. Bitch. Mit dem Anhänger ranfahren, den nimmt er sich runter. Ja, ich hab's schon gemacht, kannst mir glauben. Ich glaub dir das auch, aber trotzdem. Das ist noch ein Arbeitsschritt mehr. Ein bisschen Realismus reinbringen, da Randy. Ja, pur, hardcore. Lange nicht gehört von Randy. Auch Realismus. Gut, kennt man bei dir auch gar nicht, aber. Warum? Bei dir Realismus? Hä? Okay. Wusstest du eigentlich. Nicht, von daher. Wusstest du eigentlich, dass Randy gewettet hat, dass wir bei Arma auf den Server gebannt werden? Ja. In der Tat, hatte ich zwar leider verloren, aber es war auch nicht so viel Geld von da. Mit wem hat er gewettet? Mit Bloodbound. Aber wir sollten das Geld auch dann kriegen. Nö. Wie viel habt ihr gewettet? 4 Euro. Wie viel? 3. 3? 3. 2 Euro. 2. Aber Randy, wie war denn die Quote? Da gab's keine. Achso.
Weil Platti hatte das noch irgendwie so in den Text geschrieben, haben wir gedacht, alles klar, ich wette drauf. Ich finde nicht, ich finde wir haben, warum sollen wir gebannt werden? Ja, ich Freezy war schon ganz gut dabei. Ich habe gedacht, nachdem die vier umgefallen sind, habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Ja, aber das ist, ganz ehrlich, kein Grund zum Bann. Doch. VDM auf alle Fälle. Naja, Moment, aber man muss ihm ja wenigstens die Chance zur Verhandlung geben, warum er das gemacht hat. Ja, also wenn du sowas machst, hat es nichts mehr mit der P zu tun, eigentlich. Wenn du es jetzt mit voller Absicht machen würdest. Naja, aber Moment, es war ja keine Absicht, das ist ja das. Also er hat es ja wirklich nicht absichtlich gemacht. Das ist ja was anderes. Ich bin ausgestiegen. Ja, deswegen, das meine ich, also ich hätte... Ausgestiegen und geheult oder was? Nee, ich hab direkt gesagt, oh, Entschuldigung. Das ist er hat sich ja auch vor allen Dingen gleich... VDM ist für mich, wenn einer mit dem, wirklich mit Absicht mit dem Fahrzeug ankommt und haut über den Haufen und quatscht noch dummes Scheiß, aber er ist rückwärts gefahren, hat jetzt gecheckt, dass er die umgefahren hat, ist gleich ausgestiegen und hat sich entschuldigt und hat sich auf den Boden gelegt, verhaften lassen. Ist kein Banngrund für mich. Also, dann ist ja okay. Zumindest erstmal erklären lassen würde ich ihn. Dann kann man immer noch entscheiden. Aber ich hab ja auch den Stream geguckt. Und da war so eine alte Beine, wer war das? Hör bloß auf. Ja, die war mega. Alter, die hat euch ja richtig salzig, ohne Witz. Ja. Ja, aber da haben wir schon dann erfahren, dass die... Naja. Naja. Aber weißt du, was schön ist, Werner? Was denn? Mit solchen macht es dann besonders Spaß, Roleplay zu machen, weißt du? Weil du kannst die echt so, naja, so auch so ein bisschen ärgern. Und das Schöne ist halt, wenn du es halt in deiner Roleplay-Rolle machst, kannst du nichts machen, ne? Ja, klar. Ich hab die ja überfahren. Die hat sich so 3 Stunden überlegt, danach drüber aufgeregt. Ob ich den Lispler weitermache. Mach das auf jeden Fall, Alter. Das kam so gut an. Das war einfach geil. Dir fehlt noch so eine kleine Haube mit so einem Ventilator drauf. Stimmt, vielleicht soll ich das aufsetzen. Er hat so einen Geburtstagshut aufgehabt. Das sah einfach geil aus. Also ja, Ingame war gut, ne? Ja. Der Cam braucht aber sowas auch noch. Ja, war schon echt mega lustig. Ach, war geil. Nein, wir wollen mal schauen, ob ein paar Leute auf den Server bringen und... Ein paar Leute? Ich glaube, der Server war voll gestern. Ach so? Ja, Pat hat gesagt, oh, jetzt kommen auch noch Alex und hier und der und ich muss die mal eben alle freischalten. Wow. Muss halt immer schauen, das Problem ist, es macht mega viel Spaß, wenn dann alle dabei sind, aber man muss halt gucken, wenn die Leute dich kennen, ne, dann ist immer so das Problem vielleicht mit dem RP. Naja. Da müssen wir mal schauen, ob das dann noch richtig läuft halt. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist dieses Taskforce Radio. Und soll ich dir was sagen? Ja. Ich finde das mega geil. Also wenn es läuft, auch. Ja. Also aber bis dahin, ey, alter Ich hatte bis wir da angefangen haben, boah, die Scheiße runterladen und dann hier und da. Ich hab gedacht, was eine Kacke hier, ey. Aber dann, wo es alles lief, hab ich gedacht, ja, eigentlich gar nicht so schlecht, hat Bock gemacht. Also ich hatte mal nochmal sporadisch reingeguckt, sehen schon, was ist, da wart ihr, glaube ich, dann irgendwie, ich glaube, der Sofa hat dann kurz mal, also ihr seid drauf und der ist gerestartet. Richtig, das hab ich gekriegt. Und dann ging's so und dann hab ich noch irgendwie das andere Team gehört, was ist denn das für eine Kacke wie ein Taskforce Way? Also da hab ich gedacht, alles klar. Ah, Freezy. Läuft. Ja, es war halt, was mega ätzend ist und auch ultra kompliziert ist, die ganze Modpack-Kacke und dann hier mit diesem Arma 3, wie nennt sich das? Arma-Sync, ja. Arma-Sync, finde ich. Ich hasse es, sobald ich irgendein Zusatzprogramm oder irgendwas installieren muss, ist bei mir der Ofen aus. Da habe ich eigentlich auch echt eine Allergie dagegen. Aber wie gesagt, Lakeside, das ist ja eine komplett andere Map, komplett andere Fahrzeuge, das kannst du nicht über Skripte laden, das geht halt nicht. Brauchst du Modpacks dafür? Ja, ist schon klar, verstehe schon. Aber wie gesagt, es ist halt mega ätzend irgendwie, keine Ahnung. Ah, sorry. Nö, mach nicht. Ach, der ist voll, ja gut. Oh! So, übrigens, wenn er auf unseren Kontostand schaut. Ja. Geht da noch was? Haben wir noch irgendwo ein Gewicht? Besser. Ja. Ach so, gute Frage. Boah, wir haben ziemlich viel hier hochgeschliffen, möchte ich jetzt mal sagen, ne? Muss mal eben Gewicht holen, sonst wird das hier nichts. Ja, aber könnt ihr mal gucken, was ihr da oben vielleicht nicht braucht? Oder braucht ihr alles? Wir brauchen alles immer wieder mal, das ist halt das Problem. Na gut, den Kirovets kannst du mit runternehmen. Genau, den Kirovets kannst du mitnehmen, mit der Fräse. Was habt ihr denn hochgefahren? Mit der Fräse. Die Fräse, ja. Fisi, die müssen wir schneiden, das bringt nichts, die großen zusammen. Ja, ich wollte halt die nur so ein bisschen zur Seite legen, weil du immer da drüber fährst und so eine Scheiße. Ja.
Aber hast schon eigentlich recht. Wenn wir uns, ja. Was wir halt bräuchten, wäre echt hier unten so eine große, auch so eine große Gabel, wie der Radlader hat. Ja. Ja, der Radlader kommt wieder zu euch jetzt. Wir müssen uns halt, ja. Haben wir vielleicht irgendwo noch ein Gewicht rumliegen? Scheiß drauf. Auf dir eins. Also, ja, wir haben gerade Geld gekriegt, ich wollte das jetzt nicht wieder ausgeben. Das Gewicht kostet keine, das geht nicht 1000. Das kann man schon mal machen, für die. Ja, gut, komm. Kauf zwei und häng vorne und hinten eins dran und bring gleich noch eins mit hoch. Dass wir jetzt noch auf Tasche haben. Ja, welches soll ich denn nehmen? Wenn ihr wieder anfängt, was im Wald zu verstecken. So. Aber das, also cool ist es auf jeden Fall, es macht Laune. Und das mit den Taskforce Radio, muss ich echt sagen, also es hat mir wirklich gut gefallen. Dann, also es ist auf jeden Fall fürs RP mega geil. Ja, also, aber es ist halt auch so, du kannst dich mit jemandem unterhalten, mit dem du nicht im Umkreis bist, ne? Doch, du hast ja dein Funkgerät. Also, das schon. Ist das dann auch über TS oder ist das dann über Ingame? Nee, das ist über Ingame. Ingame-Funkgerät. Also, okay. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Manus war einmal ganz weit weg oder wo ich da bei den Bullen da war, da konnte ich wenigstens noch mit Manus. Du musst halt nur die gleiche Frequenz einstellen. Ja, ja, genau. Das ist schon sehr geil. Das Coole ist, du kannst halt mit deinen Leuten quasi, mit denen du spielst, die gleiche Funkfrequenz einstellen. Das heißt, egal wo die sind, du kannst dich immer mit denen unterhalten. Ja. Ja. Und die anderen könntest du halt nicht mithören. Das ist halt das Gute. Also du kannst auch dir eine eigene Frequenz raussuchen und kannst... Ja, na gut, nee. Wenn die in der Nähe sind, sobald du sprichst, hören die es ja. Ja, das ist leider noch schade, aber... Aber das ist halt auch wieder geil, weil das ist RP-mäßig auch schon wieder so, dann gehst du mit einem in die Ecke und flüsterst so, ja, weißt du, und du hörst dich so im Hintergrund dann reden hier und das ist halt, es ist schon wirklich cool. Ja, das kann man halt mit dem Standard-Live-Mod nicht vergleichen. Na, das ist schon... Naja, wohl, da kannst du auch Taskforce Radio halt mitmachen, ne? Ja, aber... Das hat ja nichts mit dem Spiel selber zu tun. Aber in Modding hast du immer mehr Möglichkeiten wie im Scripting. Weil Script kannst du ja wirklich nur... Na gut, du kannst eigene Skripte einbauen, aber du bist halt trotzdem auf Standard-AMA begrenzt. Ja. Und das Problem finde ich bei den Scripts oder was auch immer, die sind immer so Server-Performance-lastig. Weißt du, die Mods liegen jetzt auf deinem Rechner, werden von deinem Rechner gezogen, hat nichts mit dem Server zu tun, es läuft flüssig. Also es lief die ganze Zeit flüssig. Es war nicht keine Sync-Probleme, nichts. Also das fand ich sehr toll. Das stimmt. Und was ich sagen muss, bei hier Tanoa ist, also die Map finde ich richtig geil, Tanoa, aber Tanoa ist für einen Server mit 120 Leuten, selbst wenn 100 Leute drauf sind, siehst du keinen, weil die Map so riesengroß ist. Die Map ist mega und das ist halt sehr schade. Wenn du dann nur alleine unterwegs bist, dann ist es halt kacke. So, wenn du da hier, wie hieß die andere Lakeside, wenn du da in eine Stadt fährst und triffst halt mal ein paar Leute, weißt du, da entstehen halt manchmal einfach coole Sachen, weißt du? Ja, klar. Und das ist halt das. Ich will mich ja auf jeden Fall noch als Polizist bewerben. Als lispelnder Polizist. Und, aber das bei mir ist ja so, ich lispel, aber bin trotzdem ganz normal, ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie einen weichen Helm oder sowas. Ja. Sondern ich lispel halt einfach nur und will halt ernst genommen werden, trotzdem. Und das ist halt, glaube ich, das, was manchmal sehr lustige Situationen entstehen. Ja. War schon gut, ey. Hat schon geil. Laune gemacht. Hat mehr als Laune gemacht, war einfach cool. Müssen wir mitspielen während einer Runde oder so. Ja, ich warte immer noch auf Freischaltung. Ach, was? Also gestern ja, sagt... Einfach mal hier Pat in Skype. Also gestern sagte Pat, der hätte dich freigeschaltet. Ja, gestern war... Achso, das weiß ich nicht. Gestern war er bei Randy im Stream. Da habe ich ihn angeschrieben und sagte, ja, ist gerade im Stream. Und sage ich, ja, mach dir keinen Stress. Sag Bescheid. Auf das warte ich noch. Also der hat gestern gesagt, ich muss mal eben den Werner freischalten. Das war eben kurz weg. Und dann... Werner, kann ich den haben? Ja, okay, kannst du haben. Ich war ja gestern noch auf dem Server. Nee, ich wollte gerade sowieso aufhören. Ich war ja gestern noch kurz auf dem Server. Was ist der Bauwagen? Ein bisschen Geld gemacht. Achso. Was wirst du schon feiern? Lord. Ja, hallo? 10 Minuten eine vor, Ladung, ne? Eine Ladung schiebe ich noch schnell in den See. Okay. Wir bräuchten Hackschnitzel. Ja, steht da hinten an unserem Sägewerk, hinten steht ein Anhänger. Ach, siehst du, den wollte ich noch reinkippen. Aha. Komplett vergessen. Den kannst Moment, du, wenn du willst, kannst du den noch reinkippen. Ich hab grad geguckt, aber da war nichts mehr links und rechts. Aber den Anhänger, ich hab ihn gesehen, aber nicht gewusst, dass da was drin ist. Mhm. Eigentlich wundert es mich, dass du nicht mitmachst, Randy. Also eigentlich genau dein Ding, oder? Hätte ich erst alles wieder installieren müssen. Ich weiß gar nicht, ja, mussten wir auch. Ja, ich weiß. Aber nö. Irgendwann mal vielleicht.
Wenn ihr keinen Bock mehr mit uns was zu machen. Ja, wird immer weniger, ne? Traurig, oder? Oh mein Gott. Naja, sag mal so. Wir fragen dich ja wenigstens, also wird man uns ja freuen, wenn du mitspielst, aber ist okay. Das ist schön. Ja. 3, 4, 5. Fertig sind wir trotzdem. Genau, wir sind erstmal durch, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Like da. Schaut bei den anderen vorbei und noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.